glaube, unser Bruder war es, verstorben ist. Und dass wir immer noch in der Trauerphase stecken. Aber mehr weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, kennt einer von euch schon Colors? Also ich spiele es jetzt das erste Mal tatsächlich. Wir haben uns jetzt nämlich die ganze Life is Strange-Reihe vorgenommen gehabt. Und sind jetzt am Ende der Reihe angekommen. Wahrscheinlich, wenn ich damit fertig bin, kommt der nächste. Ja, das ist fast. Steph wollte, dass ich vorbeikomme. Sie muss hier irgendwo sein. Okay, ich war der Meinung, dass wir das schon hatten. Ich glaube, das Spiel hat nicht gespeichert. Stimmt, jetzt weiß ich auch wieder. Beim letzten Mal war nämlich das Problem, dass das Spiel abgestürzt ist. Deswegen hat es nicht gespeichert. Ja, ich erinnere mich wieder. Deswegen habe ich es auch so lange nicht angefasst. Ich habe das Gefühl, diese... Achso. Ich kann mich ehrlich gesagt mit dem Spiel gar nicht aus. Mal sehen, wie es wird. Also bisher ist es tatsächlich recht gut. Es gab auch schon Schockmomente. Kennst du irgendeinen Teil der Life is Strange-Reihe? Ah ja, okay. Funktioniert. Muss ich mit Controller spielen. Maus funktioniert gar nicht. Ah! Wo wir gerade bei Katzen sind. Bekyria. Mhm. Ja. Okay, also wir starren jetzt den ganzen Abend nur noch auf diese Katze. I love it. Okay. Ist nicht so wild. Dieser Teil hat mit den ersten zweien auf jeden Fall nicht großartig viel zu tun. Also zumindest bis Life is Strange 1 und Before the Storm. Ein einziger Charakter kommt, glaube ich, aus dem ersten Teil drin vor. Das ist die gute Steph, die wir gerade suchen sollen. Und ja. Also im Groben geht es gerade darum, dass wir in diese kleine Stadt gekommen sind. Wir sollten bei unserem Bruder wohnen. Und von seiner Freundin, der Sohn, hat sich in eine Scheiße geritten. Und ja, wir wollten ihn dann retten und bei einem sehr, sehr tragischen Unglück ist ihr Bruder dann leider ums Leben gekommen. Und ja, nun versuchen wir irgendwie allein klarzukommen. Also wir sind, glaube ich, in Kapitel 2. Und ja, also Life is Strange ist halt eine Reihe, wenn du Entscheidungen triffst, hat das immer Konsequenzen. Also du darfst es dir dann immer aussuchen. Es hat dann auch immer zwei Enden mindestens. Außer bei... Ah ne, doch bei Before the Storm auch. Und beim eigentlichen zweiten Teil gibt es, glaube ich, sogar 7 Enden. 7 oder 9. Davon kenne ich gerade mal 2. Oder 3. Ich glaube, 3 sind es sogar. So, wie viele Enden es hier gibt, weiß ich nicht. Wir werden sehen. Chrissy sieht süß aus. Es wäre falsch, den Hund von jemand anderem zu beanspruchen. Oder? Red Rock Sommerkonzert. Brüder Ramirez versperren Beseitigung. Ach du Guten. Wie Antidon. Ja, ungefähr. Man kann es mit Antidon vergleichen, ja. Nur, dass es halt keine Horroraspekte hat. Es ist an manchen Stellen... Es kann gruselig oder spannend werden, aber... Genau, der Schmetterlingseffekt, der in Life is Strange, dem ersten, tatsächlich auch eine Bewandtnis hat, der Schmetterling. Also OBS spinnt komplett. Also ja, ich hake ein bisschen von links oder rechts. Wieso es so ist, weiß ich nicht. Ich versuche mich einfach nicht zu bewegen. Bleib jetzt einfach starr hier sitzen. Bitte beachtet das einfach nicht. Wird schon irgendwie. Well, lass uns doch einfach Freunde sein. Oh, diese Katze ist so süß. Okay. Gabe wollte, dass ich wieder anfange zu spielen. Ich mag Schmetterling. Ich auch. Ich auch. Bei der Geschichte, die ich dir ja vorhin erzählt hatte, wie ich die Eltern von meinem Verlobten kennengelernt habe, kamen auch Schmetterlinge dran vor. Deswegen
unsere Familien schenken uns jetzt gefühlt alles nur noch mit Schmetterlingen, weil das ist mittlerweile irgendwie so unser Markenzeichen geworden. Kann ich dir dann aber gerne nochmal im Ruhigen erzählen, aber ja, Schmetterlinge sind toll. Okay. Ist ein paar Minuten zurück. Ach, das ist wieder der Comic. Okay. Ja. Ja, ja. Wo in dem kleinen Jungen, den wir gerettet hatten. Früher war ich öfters in solchen Plattenläden. Ich glaube, heute gibt es sowas ja gar nicht mehr. Also, doch, Platten. Na, Plattenläden im eigentlichen Sinn ja nicht mehr. Ich. Ja. Meine Lörkatze. Ja, ich habe auch Katzen-Emotes. Ich habe auch Katzen-Emotes. Dass er wirklich diese Klappe bestellt hat. Die Schmetterlinge sind auch... Oh Mann. Ich will auch irgendwann auch noch ein Schmetterlings-Emote haben. Irgendwann. Einfach weil Schmetterling... Schmetterling. Ne? Einfach weil Schmetterling. Typ im Hoodie. Auf der Suche nach Trennungssongs, ha? Huh? Der arme Kerl. An- und Verkaufläden. Das Besondere hier bei dem Spiel ist, in jedem Teil hatte einer der Hauptprotagonisten eine Gabe. In Life is Strange 1 war es in die Zukunft und in die Vergangenheit reisen. Durch die Gabe. Im zweiten Teil war es, glaube ich, Telekinese, wenn ich mich richtig entsinne. Da konnte man dann halt auch so Sachen wegstoßen und schweben lassen und sowas. Das war auch irgendwie cool. Ich mochte dann nur den einen Jungen nicht. Und hier können wir halt die Gefühle der anderen fühlen und erleben und sehen. Ich glaube, Blau war sogar relativ traurig. Rot war, glaube ich, Wut oder Zorn. Lila weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich glaube, Furcht. Habe man halt Kindheit darin verbracht. Also wir hatten damals einen Platten- und CD-Laden. Gar nicht weit. Das habe ich noch in der Stadt gewohnt. Und ja, die hatten auch eine kleine Kinderecke. Ich habe dann immer so für ein Plattenspiel auch so Kinderschallplatten gekauft. Nach allem, was wir durchgemacht haben. Chrissy, Moment. Hieß so nicht der Hund, der gefunden wurde? Okay. Hey, du suchst doch nach deinem vermissten Hund, oder? Ich glaube, er ist in Todds Baumarkt. Ernsthaft? Oh, vielen Dank. Ich rufe da sofort an. Ja. Wir haben eine Errungenschaft dafür bekommen. Ich rufe wegen des Hundes. Ach ja, so laufe ich. Shady! Hallo! Wie geht's dir gut? Wie geht's? Oh, Gott sei Dank. Ist sie bei Ihnen? Ich bin permaschwarz. Ah, toll. Ja, trifft bei mir fast zu. Kann ich sie oh, die sind cool, immer die Trinkvögel. Kein Stress. Immer weiter. Ich will auch einen Trinkvogel haben. Die alten Plattenläden sind echt cool. Vielleicht spielt sie mir ja mal was Touch vor. And die. Sweet Kiss. Okay. Also, up to Steph. Hey, danke, dass du gekommen bist. Ich habe nur kurz Zeit, aber... Hast du mit Ethan geredet? Geredet ist etwas übertrieben, aber ich hab's versucht. Die Sache nimmt ihn echt mit. Aber nach unserem Spiel heute Morgen habe ich nachgedacht. Was, wenn Ethan auch so etwas braucht? Etwas, das Spaß macht, das ihn ablenkt. Sowas wie ein Lab. Wie das, zu dem du und Gabe ihn mitnehmen wolltet? Ja, aber zugeschnitten auf ihn und Thaner. Er wird es lieben. Ja, sehe ich genauso. Aber du musst mir dabei helfen. Es muss ihn so richtig umhauen. Du hast doch einen von Ethans Comics, oder? Und? Was denkst du? Wen würde der berühmte Monsterjäger am allerliebsten bezwingen? Ach du grüne Nonne. Und ich soll mir das jetzt aussuchen. Sehen beide cool aus.
Undead. Sturmbringer oder Kravius? Sagen, ich unterstütze immer kleines Violio als Großen. Ja, das stimmt. Ich glaube. Ne, bei den Großen habe ich tatsächlich auch kein Abo. Doch, eine einzige. Eine einzige, aber sie gehört jetzt auch nicht zu den ganz, ganz Großen. Schon groß, aber. Die habe ich halt. Ja. Da hat sie, glaube ich, bis nur auf YouTube angefangen gehabt. War eine Sim-Streamerin. Und die hatte ich dann halt verfolgt gehabt. Aber ich abonniere auch nicht immer. Mal dann, wenn es halt passt. Aber ansonsten bin ich halt auch mehr bei den kleinen Streamern. Stört es mich, dass diese Kamera am Wackeln ist? Ja, tut es. Mit Sturm. Sturm hat schon was, ne? Ja, komm, machen wir. Sturmbringer sieht wie ein würdiger Gegner aus. Ich stimme für ihn. Okay. Oh, ich muss jetzt wieder rein. Ich habe alles in meinem Notizbuch. Nur, ich persönlich guck dir mal an und hilf mir bei der Auswahl. Klar, ich will Kronk immer mal treffen. Ich glaube, das wird nicht passieren. Hey Leute, da bin ich wieder. Das waren PhoneTap mit ihrer neuen Single Elephant in the Room. Gleich geht's hier weiter mit brandneuen Indie-Rock-Songs für euch. Aber zuerst. Aber ich muss auch sagen, ich war auch noch nie auf einer Gamescom oder sowas. Ich komme nicht viel rum. Also ich komme schon viel rum, aber nicht auf. Nicht in der Gaming-Welt. Oder den oder die Leider. Dieses Jahr ist alles möglich. So. Ich kenne einen einzigen Streamer tatsächlich persönlich. Ist aber auch ein kleinerer Streamer. Den treffe ich ab und an, wenn wir denn auf Mera Luna sind, auf Mera Luna. Wie in Braunschweig zufällig mal in der Stadt getroffen. Ich sollte im Blumenladen mit Mac reden. Will auch. Weil kommt es ja. Klar. Kein Ding. So, ich weiß nicht. Was sollten wir denn noch alles machen? My Blog. Steph arbeitet. Sieht cool aus. Ich wollte eine Nachricht schicken. Für das Steph Notizbuch aus. Wo war denn. Warte mal. War das nicht. War das nicht da drin? Ich könnte mir anschauen, was Steph geplant hat. Aber zuerst ein paar Infos. Das Frühlingsfest steht vor der Tür. Gesponsert von der Typhoon. Geht sofort weiter. Der Eintritt ist dieses Jahr gratis, also bringt eure Freunde und Familie mit. Oder den oder die Ex. Dieses Jahr ist alles möglich. Das wäre von mir gleich um die Ecke. Hatte sie da drei Freunde zu Besuch. Die kamen aus Berlin, hat sich gut gepasst. Ja, das stimmt. Oh, Mera ist toll. Das ist das Notizbuch. Wie soll ich das ausfüllen? Oh. Anscheinend will Steph mehr als nur ein paar Entscheidungen von mir. Sie will, dass ich eine Bardin spiele. Ah. Für deinen Charakter aus, die Bade, Name Lea, Vollkalb, 11. Klasse, Bade. Bade passt. Ich kann ein Verzerrungsfeld oder heilende Serenade. Sacherpunkte. Ist den nur kennengelernt? Dann bin ich wohl dabei. Fangen wir mit meinem Namen an. Ach, du grüne Neune. Okay. Alto. Nee, Alto klingt nie. Alduin Alexandra. Ich glaube, Alexandra wäre eigentlich ganz, ganz passend. War selber noch nie da. Wäre vielleicht mal eine Idee, mal alle zusammen hinzugehen. Das stimmt. Also, Mera kann ich dir nur empfehlen. Zumindest, wenn man die Musik halt mag. Also, wenn man halt auf Metal und auf Gothic und so steht. Dann kann ich es auf jeden Fall empfehlen.
sind doch sehr, sehr viele nette Leute da. Im Vergleich zu anderen Festivals, sag ich jetzt mal. Ich war schon auf mehreren Festivals, aber das Mera ist bisher eines der besseren tatsächlich. Wie gesagt, ich treffe da halt jedes Mal, wenn wir halt da sind, Streamer-Kollegen. Rain wirft öfters mal hin. Und ja. Da habe ich jetzt, ich glaube, dieses Jahr das erste Mal einen weiteren meiner Idole von YouTube damals gesehen. Aber ich glaube, der macht gar keine YouTube-Videos mehr, glaube ich. Aber ja. Hat sich dann dieses Jahr zu so einem kleinen Mini-Fan-Treffen entwickelt. War nur minimal im Hype-Modus. Minimal. Wir nehmen Alexandra. Die Ästhetik der Einfachheit. Jetzt zu meiner Fähigkeit. Verzerrungsfähigkeit. Also wir sind nächstes Jahr auf jeden Fall da. Heilende Serenade könnte am Ende nützlicher sein. Ich meine, wir hatten die Karten bereits bestellt. Wir machen aber halt immer ohne Übernachtung. Weil mit Hund ist das halt auch immer doof. Und wir wohnen ja bald ein bisschen näher dran. An dem Festival. Zumindest näher als jetzt. Wir nehmen Heilende Serenade. Was auch immer das sein soll. Heilende Serenade, ganz klar. Wie habe ich Thaenor kennengelernt? Okay. Heldenhafte Geschichte, lustige Geschichte. Lustig ist immer gut. Gingen ein Wolf und ein Oger in eine Bar. Oh Mann. Dieses Lab-Ding könnte wirklich funktionieren. Weitere Infos erhaltet ihr im Rathaus. Kennt ihr das, wenn man sich wünscht, an so einem warmen Frühlingstag von einer Kinder aus leckerer Eiscreme lebendig begraben zu werden? Yay, das Spiel ist abgestürzt. Ja gerufen hat, ihr seid echt mega schräg. Bleibt bitte zu Hause. Es ist praktisch. Ich glaube, das Spiel mag mich nicht. Ich glaube, das Spiel braucht einige Updates. Ah, schön. Okay. Und was ist, wenn ich das damit spiele? Zwei Sachen zur Auswahl. Aber hey, ich hacke gerade nicht mehr. Ist auch in Ordnung. Vielleicht muss ich einfach in einem anderen Modus spielen. Weiß auch nicht. Das war echt schön. Aber ich sollte weiter nach Max suchen. So. Okay, das hatten wir. Untersucht den Blumenladen. Gleich geht's hier weiter mit brandneuen Indie-Rock-Songs für euch. Wie gesagt, Mera Luna kann ich empfehlen. Sofern das dann halt, wie gesagt, die Musikgeschmack betrifft. Aber selbst das Campen ist dort recht ruhig. Aber aus dem Alter vom Campen bin ich tatsächlich raus. Ich bin so ein Mensch, ich brauche abends mein Bett, meine Ruhe. Ich sollte im Blumenladen. Und eine Keramiktoilette. Das ist irgendwie. Also, Campen ist nicht mehr ganz so meins. Essen die Leute kein Eis mehr? Ich habe mir die Zahlen angesehen. Wenn wir nur 3 Tage die Woche öffnen, kommt. Ich darf mir auf keinen Fall was anmerken lassen. Angela liebt doch unseren Laden so sehr. Er muss echt fertig sein. Es kommen wieder. Wir verlieren unser Geschäft. Aber das scheint ihn nicht zu kümmern. Sie muss sich so alleine fühlen. Hoffentlich wird's wieder. Bett, ja. Also ich liebe mein Bett. Das ist. Wir sollten die Rumrosinen mehr bewerben. Sie sind echt lecker. Okay, da ist der Blumenladen. Okay. Wir sehen, wie sie jetzt kommt. Also wie gesagt, es ist jetzt ein paar Tage vergangen, nachdem unser Bruder da gestorben ist. Und ja. Yeah. Ich glaube, jetzt hackt aber das Spiel selbst, ne? Ja. Ja, jetzt hackt das Spiel selbst.
Ich beende nochmal. Ich hasse dieses Spiel mittlerweile. So, darf ich spielen? Okay, also auf DirectX 12 sollte ich lieber nicht spielen. Ich hab verstanden. Spiel, danke. So, jetzt spiele ich halt auf dem anderen wieder. In der Hoffnung, dass es nicht wieder abstürzt. Jetzt geht's. Technik, ja. Technik, die begeistert schon wieder. Ja. Ja, da läuft's flüssiger. Dafür ist meine Kamera jetzt wieder. Darf Eleanor? Mich einfach nicht bewegen. Sorry. Du musst dich nicht mehr entschuldigen. Wie geht's dir, Liebes? Oh. Ich. Mir geht's gut, denke ich. Ich nehme es gerade so, wie es kommt. Gute Einstellung. Der Technik folgt Technik wie bei Saturn. Ist, nein, lieber nicht. Mac hier? Er hat mir vorhin noch geholfen. Er ist gerade erst gegangen. Weit kann er noch nicht sein. Okay. Danke. Wo war ich gerade? Sie wirkt völlig verängstigt. Ich kann sie so nicht zurücklassen. Mhm. Da ist wieder der coole Zwerg, die Bulldogge. Hallo, drehst du dich mal nicht weg? Okay, ich sollte herausfinden, wovor sie Angst hat. All meine Erinnerungen verblassen. Ich fühle mich so leer. Mhm. Die Ärztin meinte, ich hätte mehr Zeit, aber alles hier gerät. Ne? Alzheimer? Wahrscheinlich. Noch was? Wenn irgendjemand davon erfährt, werde ich den Laden schließen müssen. Oder Demenz? Auf jeden Fall ist sie krank. Ich glaube, wir sollten nicht einfach in die Privaträume, aber egal. Wenn Riley das ausfindet, das darf nicht passieren. Danke, Liebling. Ich erledige das gleich. Komm einfach mit dem Scheck vorbei, wenn du Zeit hast. Scheiße. Es ist nicht nur, dass sie vergessen hat, was sie getan hat. Sie hat Angst davor, alles zu vergessen. Aber wie kann ich ihr helfen? Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Hast du vergessen, woran du gearbeitet hast?
Ich scheine gerade etwas durcheinander zu sein. Vielleicht kann ich helfen. Sieht aus, als hättest du heute echt eine Menge auf der Liste. Wir könnten es zusammen durchgehen. Oh, ich will dich nicht aufhalten. Hey, ich möchte helfen. Okay, was hatte Eleanor zuerst gemacht? Wann? Irgendwas anderes sehe ich gerade nicht. Doch, das hier. Das Schild. Die Kasse. Wahrscheinlich nicht. Sind diese Blumen von heute? Ich kann mich nicht erinnern. Es ist gerade nicht besonders einfach. Okay. Kann nur das gerade auswählen, oder? Es geht irgendwie alles verkehrt rum. Du musst das Schild umgedreht haben. Das drehe ich morgens immer zuerst um. Und dann öffne ich die Post. Ach, irgendetwas hat mich sicher abgelenkt. Schon besser. Wir schaffen das. Mhm. Du warst ja hier drüben, als ich reinkam. Vielleicht hast du Geld gezählt. Das ist wirklich nicht nötig. Ich komme allein zurecht. Okay, das war's nicht. Hey, ich gehe nirgendwo hin. Sind diese Blumen von heute? Ich kann mich nicht erinnern. Ja, auch das nicht. Gab es einen Anruf, der dich abgeleckt hat? Ja. Ich erhielt heute Morgen einen Anruf. Aber ich weiß nicht mehr von wem. Vielleicht hilft hier etwas deiner Erinnerung. Mhm. Wer wohl angerufen hat? Riley? Möglicherweise. Hat Riley dich vielleicht angerufen? Ich glaube, sie war's. Sie rief wegen einer neuen Bestellung an. Och, Himmel. Aber für wen nur? Okay, dann zu den Blumen. Vermutlich. War nämlich ein Schildchen dran. Expresslieferung. Riley ist bestimmt dafür hergekommen. Ich denke, die Bestellung war für diese Lilien. Natürlich. Riley hat mir noch geholfen, bevor sie gegangen ist. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wer sie bestellt hat. Der Scheck für die Lilien ist bestimmt hier drin, oder? Da steht bestimmt der Kunde drauf. Bestimmt. Jupp. Mr. Jedediah Lucan, Jedediah. Was für ein Name. Die Lilien sind wohl für Jed. Oh, ja, genau. Rileys Bestellung war für Jed.
Ich wusste, du findest das raus. Das verdanke ich ganz allein dir, ehrlich. Ernsthaft, Alex. Du bist ein Engel. Jet plant sicher eine Veranstaltung. Ich frag mich, warum er Lilien will. Die sind normalerweise für Beerdigungen. Oh Gott. Sie kann sich nicht erinnern. Sie kennen doch Jet. Er kennt bestimmt nicht den Unterschied zwischen Lilien und Tulpen. Unterschätze ihn nicht. Er ist schlauer, als man denkt. Danke für deine Hilfe. Dann bin ich gleich wieder da. Ich begrüße einmal kurz meinen Schatzi, der irgendwo hinter mir rumlungert. Und dann...